Wir kennen das alle. Da läuft man gedankenverloren durch die ostwestfälische Perle Bielefeld. Und plötzlich... Ich fühle mich Disco. Ja, ich fühle mich Disco. Aber was mache ich jetzt? Auf die Frage gibt es jetzt endlich eine Antwort. Und die steht auf dem Jahnplatz. Eine klitzekleine Mini-Disco. Von der Welt nach Bielefeld. Aber... Was soll das? Ja, die Teledisco ist eine Aktion im Rahmen der Innenstadtbelebung. Ist die sechste Aktion, die wir dieses Jahr gestartet haben seit Sommer. Und wird hier 2 Wochen stehen, um Leichtigkeit und ein bisschen Spirit in die Stadt zu bringen. Und zwar sowas von nachhaltig. Denn früher war das eine Telefonzelle. Die braucht ja kaum noch jemand. Und deshalb wurde sie einfach zur Teledisco umgebaut. Und die funktioniert ganz einfach. An der Seite ein Lied auswählen. Dann sind 3 Varianten möglich. Nur Mucke hören und abtanzen. Zweitens, Mucke abtanzen. Und Foto oder Mucke abtanzen und Video, das kommt dann per Mail. Flackerlicht und Disco-Kugel kommen in Bielefeld gut an. War sogar eine kleine Disco-Kugel und das ist alles erleuchtet, wenn man da drin ist. Ja. Total süß. Hat viel Spaß gemacht, aber man ist danach dann auch luftleer, muss ich sagen. Also die Enge da. Keiner sieht's, man kann verrückt sein, einfach tanzen. Okay. Super spaßig. Das Ganze war die Idee einer Bielefelder Bürgerin. Bianca Waldvogt kannte die Mini-Zappelei aus Berlin. Bei einem Ideenwettbewerb schlug sie das Ding vor und zack, da ist sie. Das ist ziemlich cool, weil mich auch schon auf der Arbeit Leute angerufen haben und gefragt haben, bist du die Bianca Waldvogt? Und ich sage ja. Und meine beste Freundin wohnt in Berlin und das erinnert mich natürlich jedes Mal an unsere gemeinsamen Tänzchen in der Teledisco. Denn die Zappelbox wurde aus Berlin hierher gebracht und geht auch dahin wieder zurück. In den vergangenen knapp 4 Tagen wurde das Abtanzangebot über 2000 Mal genutzt. Jetzt haben wir die kleinste Disco der Welt. Was fehlt? Bier, Cocktails. Ah, ja gut, haben wir ja hier Möglichkeiten drumherum, ne? Ja. Nur nicht da drin, wenn es geht. So. Die Stimmung ist gut, keine Frage. Aber Feierlaune in Zeiten von leeren Haushaltskassen und Steuerverschwendung? Bielefeld hat 1 Milliarde Euro Schulden ungefähr. Was hat es gekostet? Wer hat es bezahlt? Mhm. Ja. Nur so viel. Es sei ein 4-stelliger Betrag, bezahlt vom Bielefelder City Marketing. Die Bielefelder Boombox steht noch bis zum 5. November auf dem Jahnplatz und kostet die Party People absolut nichts.